So, meine Damen und Herren, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Johnson Führer hier auf dem wunderschönen Kanal. Ich habe vorhin schon eine Folge aufgenommen, diese Folge war aber ziemlich problematisch. Grund war, ich habe einzeln 6 Züge fahren lassen auf der Oeschenbütteler Zugstrecke. Und es war totaler Horror, dass es sich immer in die Quere kam. Meine Überlegung ist gerade trotzdem noch, ob ich Vierer pro Zug mache. So. Vier rote Pfeile. Jeweils auf die Oeschenbütteler Strecke. Letzten Part haben wir ja den Part beendet gehabt mit der Suche nach einem. Wie soll ich das nennen? Nach einem Industriehaus. Ich komme gerade nicht mehr drauf. Um Plastik herzustellen. Kunststoff. Chemieberg, so. Da habe ich leider dann aber die Suche aufgegeben, weil es gibt so wenige auf dieser Map, die irgendwie was mit Chemie zu tun haben. Deswegen werden wir uns, das hat sich gerade komisch angehört, werden wir uns in dieser Folge mal darum kümmern, dass die ganzen Werkzeuge jetzt langsam mal in Umlaufbahn kommen. So, wir gucken mal, ob der überhaupt auf seine Höchstgeschwindigkeit kommt. Also 175, glaube ich, ist seine Höchstgeschwindigkeit. Wir haben seit letzter Folge, die ich eigentlich 125, okay. Seit letzter Folge, die ich eigentlich aufnehmen wollte, die ich aber nicht aufgenommen habe, die richtige Probleme gebracht hat. Einen neuen Zug auf der Linie 10, die ich noch nicht benannt habe. Das ist diese Rundstrecke hier gewesen. Da haben wir auch jetzt einen relativ großen Zug unterwegs. Wenn ich wüsste, wo er ist, würde ich ihn euch zeigen. So, und die letzte auf die Oeschenbütteler Drehstrecke. So, gehen wir mal kurz auf die Suche nach dem Zug hier. Denn wir haben hier vorhin mit 100 Leuten, die auf den ganzen Bahnsteig gewartet haben und hier sah, gewartet haben, bis da jemand kommt, und da habe ich gesagt, gut, es reicht mir. Da ist unser schneller Zug vorbei. 208 Meter ist er lang. Ihr habt gesehen, 200 Leute passen, glaube ich, auch rein. Oder 180. Der ist auch immer randvoll. Die Strecke ist wirklich eine sehr, sehr gut ausgenutzte Strecke. Und diese Folge, wie gesagt, gehen wir mal kurz auf die Werkzeuge hier hinten, dass wir das jetzt von hinten nach vorne ins Laufen bringen. So, wir haben ja hier Stahl, kommt Schlacke raus. Schlacke können wir im Moment aber noch nicht verarbeiten. Das heißt, entweder bleibt sie hier liegen, was relativ scheiße wird. Oder ja, wir gucken mal. Das heißt, wir brauchen erstmal eine kleine Strecke, die von hier in nach außen geht. Gleichzeitig erstmal gucken, Maschinen werden hier angenommen. Achso, Maschinen nicht. Wir müssen ja erstmal hier hochfahren, um Maschinen herzustellen und dann runterzufahren, um Maschinen. Genau so war es. Wir müssen ja, machen wir. Jetzt ist die Frage, machen wir einzelne oder machen wir eine große Fahrt? Meine Idee wäre, wir machen mit großen Stationen zwei Spuren. Hier jeweils kleine Stadt. Kleine, genau. Jeweils. Unten gibt es da schon eine. Je kleine Station rein. So. Und dann müssen wir uns die Fahrzeuge holen. Die Fahrzeuge. Alles klar. Wo kommt die denn jetzt? Verkauft die einfach mal. Oh ne, es geht nicht, okay. So, Straßenfahrzeug kaufen. Wir nehmen natürlich den Opel Blitz. Einziger Unterschied, den ich jetzt natürlich machen werde, ich werde die nur auf die eine Fracht spezialisieren. Das heißt, die sollen nur Stahl fahren. Es sind die Stahlfahrzeuge von einem Stahlwerk aus. Die sollen ja nichts anderes transportieren.
Und dann gibt es aber noch die Fahrzeuge. Das war falsch. Ein vibriert so oft heute im Hintergrund. Nein. Ja, heute ist Valentinstag zwar, ja, aber nein, ich bin nicht der, der so viel bekommt. Straßenbahn müssen wir uns auch mal gucken, ob wir da vielleicht eine neue finden. Und dann von hier nach hier oben. Hier werden wir noch ein paar mehr Fahrzeuge draufsetzen auf die Linie 5. Linie 5 hier. Dann werden wir mal kurz gucken, Straßenbahn. Oh, hier staut sich das wie verrückt. Straßenbahndepot. Mit was fahren wir hier rum? Wir fahren schon mit einer neuesten, mit der T1 rum, und das ist schon die neueste. Bis 1970 soll es die geben. Naja, also haben wir noch mindestens ein paar Jährchen, die auf dem Buckel. 108 Leute, ich glaube, hier kommen wir auch nicht ganz so klar mit dem Zug. Auch wenn er gut was einnimmt. Viel zwar nicht, aber der nimmt gut was ein. So. Das hier regelt sich sehr viel nach oben. Ich glaube, das war ein kleiner Fehler, dass man es... ja, okay. Ich muss das richtig vergrößern. Wir kriegen zu wenig Nahrung ran. Obwohl wir hier schon richtig schöne große Züge haben. Eisenbahnverkehr. Hey, was soll denn das? Gut. Wollen wir noch einen Zug draufsetzen? Ich weiß nicht, ob das unser Untergang auf dieser Strecke wäre. Wir haben jeweils 200 Platz. Das wird sehr viel. Ich weiß nicht mal, wie lang die waren. Oder wie teuer. So. Warum fährt der jetzt wieder nicht los? Der ist einfach zu lang, der geht leider auf die andere Strecke rüber. Alles klar, kein Wunder, dass ich... Oh ja, klar. Gut, das erklärt natürlich sehr, sehr viel. Die Strecke wollte ich eigentlich auch schneller machen. Das wird auch viel, viel mehr bringen. Geht er da drüber? Alles klar, okay. Ich kapiere den Zug zwar nicht, aber gut, okay. So, stopp. Aber wir haben die ganzen Verkehr hier oben haben wir schon mal laufen. Aber wir haben noch keinen Zug, der rumfährt. Das bedeutet, wir müssen erst einmal auf diese Linie jetzt zwei Züge setzen. Wir nehmen auch die Flying Scotman, weil die relativ schnell ist. Und werden jetzt gucken, wir brauchen Eisenerz und wir brauchen Kohle. Das sind diese beiden Waggons brauchen wir. So Leute, jetzt habe ich kurz mal den Zug gebaut, der jetzt auf dieser Strecke fahren soll. Die Strecke ist noch nicht ausgewählt oder sonst irgendwas gemacht. Wir werden jetzt zum ersten Mal diese Linie jetzt markieren, wir werden sie bauen, fahren, wir werden Spaß mit ihr haben. Jetzt ist es hier. Dann müssen wir von hier unten anfangen. Fahren dann hier hoch. Und wir fahren so, okay, das passt mir schon. Und dann geht's mal los. So, der Zug müsste gleich jeden Moment kommen.
Achso, hier drauf. Gut, das war schnell. Stellt euch auf. Aber das ist unsere kleine Flying Scotman. Oh, wir haben die BR. Haben wir diesen Mal. Das ist sehr geil. Achso. Nee, komm mal schnell von mir vor. Kommt sie bis hierher? Das ist jetzt meine große Frage. Wir müssen das mal kurz im Auge behalten. Die darf ja jetzt nicht los. Oh, das passt genau. So, das passt perfekt. So soll die jetzt fahren. Der Zugverkehr ist jetzt am Laufen. Wir werden mal die beiden Züge mal uns so hinschmeißen, dass wir nächstes Mal sehen werden. Okay, darauf müssen wir mal achten. Und ich werde jetzt schnell im Nachhinein nochmal kurz die Strecke hier Schnellgeschwindigkeit ausbauen. Wenn euch ganz gut gefallen hat, gebt mir noch oben da, wenn ich einen Daumen runter schreibe, dann kommt darüber mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt euer Menzi. Ciao, ciao.